einmal um Ruhe bitten und begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem 11. Spieltag und damit letzten Hinrundenspieltag der Feierlandfrauen-Bundesliga nach der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FSC Turbine Potsdam. Die Partie gewann die TSG mit 5:1. Ich darf als erstes unseren Gästetrainer Matthias Rudolf um seine Stimme zum Spiel bitten. Erstmal Glückwunsch an Hoffenheim, an die Regierung für den Sieg. Sicherlich haben wir uns das ganz anders vorgestellt. Wir wollten hier herkommen, nachdem wir die letzten 4 Partien gewonnen haben und mit mehr Selbstvertrauen auftreten und Hoffenheim richtig Paroli bieten. Eigentlich ging das Spiel relativ gut los für uns, in 1-0 in Führung gegangen, aber schon vor 1-0 von uns konnte man sehen, dass wir einfach zu viele Zweikämpfe im Mittelfeld verloren haben. Gerade wenn Hoffenheim im Spielaufbau war und nicht im Ball gespielt haben, haben wir jetzt die Zweikämpfe verloren, da wo wir nicht griffig sein wollten, wo auch in den letzten Wochen besser gewesen sind. Und dadurch, dass wir da ein Zweikampfverhalten meines Erachtens große Defizite hatte, hat Hoffenheim dann so viele Möglichkeiten bekommen und Raum, um dann wirklich gut nach vorne zu spielen, was sie auch schon die ganze Hinrunde machen und zu Recht auch da oben stehen. Wir haben es nicht geschafft, dann kompakt auch in den Mannschaftsteilen zusammenzubleiben, um die Räume dann eng zu machen. Das haben wir halt nochmal angesprochen. Wir wollten ein bisschen offensiver anlaufen und pressen, um Hoffenheim den Spielaufbau nochmal unter Druck zu setzen. Haben wir teilweise geschafft, aber Hoffenheim hat es einfach auch gute Rückkehrspiele gemacht und die Räume genutzt und verdient auch das Spiel nach Hause gebracht und 5:1 gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch. Kann es immer besser laufen, aber Spaß beiseite. Es ist natürlich für uns eine wunderbare Geschichte, hier mit durch die Vorrunde zu kommen, mit einer Niederlage, einem Unentschieden und sonst nur Siege. Das hatten wir also so nicht damit gerechnet. Zum Spiel aber jetzt erstmal. Ich denke, die erste Halbzeit war ein sehr hoher Tempoanschlag von beiden Mannschaften. Die ersten 10 Minuten hatten dann ein bisschen Probleme. Da war eigentlich trotzdem ein bisschen griffiger. Dann sind wir gut ins Match reingekommen, hatte dann halt die ersten Torchancen. In der Halbzeit hätte es vielleicht schon 1-2 Tore für uns. Von der klaren Chance her war es schon für uns ein bisschen Plus. Aber wie gesagt, es war von beiden Mannschaften sehr viel Tempo drin. Es war ein rasantes Spiel. Und zweite Halbzeit kam, wie erwähnt, Potsdam natürlich mit neuem Mut raus, hat uns sehr gut vorne gepresst. Da werden die Zuschauer bei uns auch immer ein bisschen nervös und schreien dann manche Ball vor, aber es ist halt nicht unser Spiel. Ich glaube, wir haben das sehr gut gelöst, gegen das Pressing rauszuspielen, immer wieder freie Räume gefunden und konnten uns so ins Mittelfeld dann absetzen und nach vorne spielen. Klar, wenn du dann in Führung bist, ist gegen unsere Mannschaft schwierig zu spielen. In dem Moment, wo wir Räume haben, können wir natürlich auch nach vorne sehr kreativ sein. Das haben wir heute gemacht. Haben dann 5 Tore gemacht gegen Potsdam und ja, das hat sich irgendwie, war es halt früher andersrum. Jetzt ist die Zeit gerade so. Ist aber für uns natürlich auch schön. Potsdam hat eine junge Mannschaft, die auch im Umbruch ist und deshalb, ich denke aber trotzdem für die Zuschauer tolle Veranstaltung hier und ja, wir nehmen das so mit und können uns aber noch nicht ausruhen. Ja, wir hatten immer noch 2 Spiele, die sehr lang. Wir haben jetzt, ich habe es gerade mal die Woche geguckt, viele Spielerinnen haben jetzt seit Juli über 200 Trainingseinheiten mit Einzeltraining, Individual- und Mannschaftstraining zusammen, teilweise noch Nationalmannschaft. Sieht man jetzt vielleicht, dass auch bei uns so die ersten Verletzten kommen oder die ersten bisschen Probleme. Das müssen wir wegstecken und nochmal 2-mal von angreifen und dann kann Weihnachten kommen und die Pause haben wir uns dann verdient. Frage an dich, Jürgen. Du hast die Verletzten angesprochen, aber man hat wirklich das Gefühl, egal wer von der Bank kommt, es ist kein Qualitätsverlust zu sehen. Ist das auch eine neue Stärke von euch, dass ihr wirklich ja, nicht nur 11 gute Spielerinnen habt und jetzt mit Tabea Wasmuth und Fabienne Dongos einfach ersetzen könnt? Ja, Martina dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, wir haben ja Nina im Tor.
Wir hatten vor der Runde gesagt, wir haben zwei überdurchschnittlich gute Torhüterinnen. Ja, wir haben einen Kader, der breit gefächert ist. Natürlich hat Tabea zum Beispiel gerade in puncto Schnelligkeit ihre Fähigkeiten, die dann wieder eine andere Spielerin, die jetzt einspringt, vielleicht halt auf eine andere Art und Weise dann ins Spiel bringt. Und somit hat man dann eine kompakte, griffige Truppe zusammen, die auch wirklich, egal wer jetzt, es gibt wenig Unzufriedenheit, das nach außen getragen wird. Natürlich sind Spielerinnen dabei, die natürlich mit wenig einsetzen, die sind natürlich nicht so unzufrieden, aber es gab andere Mannschaften, oder ich habe schon andere Mannschaften trainiert, wo das dann halt da so ein Feeling gibt, dass Unruhe entsteht, das haben wir nicht. Das Ziel ist, dass man guter Mannschaftsgeist pflegen, da tut sich wirklich jeder unterordnen und das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. Plus, dass die Mädels wirklich super fleißig sind, was Training angeht, was Beruf angeht, da kann man sich echt ein Stück abschneiden. Darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen bedanken. Am nächsten Sonntag ist hier schon das nächste Heimspiel, der erste Spieltag der Rückrunde gegen den FFUSV Jena, wieder Sonntag 14 Uhr. Und die Woche drauf geht es dann noch nach Köln zum letzten Spieltag vor der Winterpause. Vielen Dank.